Hochflimmern ist eine Herzrhythmusstörung aus den Bereichen der Vorhöfe. Es ist eine sehr häufige Herzrhythmusstörung. Es sind ungefähr 1% aller erwachsenen Patienten von Vorhofflimmern betroffen. Einige Patienten merken das Vorhofflimmern gar nicht. Viele Patienten haben unterschiedliche Symptome von leichtem Herzstolpern bis hin zu Brustschmerzen, ähnlich wie bei einem Herzinfarkt. Vorhofflimmern an sich ist keine gefährliche Herzrhythmusstörung. Sie führt also nicht zum plötzlichen Herztod, wie andere Herzrhythmusstörungen aus der Herzkammer zum Beispiel. Vorhofflimmern kann aufgrund seiner unregelmäßigen Aktivität im Vorhof zu einer Gerinnselbildung führen und einen Schlaganfall verursachen, was häufig auch ein Erstsymptom sein kann. Es gibt unterschiedliche Methoden, Vorhofflimmern zu behandeln. Allen voran die medikamentöse Pharmakotherapie. Damit können wir ungefähr 30-40% aller Patienten mit Vorhofflimmern heilen. Es gibt andere Behandlungsformen, wie zum Beispiel die Katheterablation, die deutlich bessere Erfolgsaussichten hat, in der Größenordnung zwischen 80-85% Erfolgsrate.